Hallo liebe Zuschauer, wir machen jetzt ein bisschen Spaß mit dem Nativ-Trainer. Dieser Nativ- und Native-Trainer bringt ganz viele Einstellungsmöglichkeiten. Da kann man zum Beispiel wählen, dass man einen anderen Skin hat, wie zum Beispiel eine Wildsau. Oder ein Schimpanse, wie sieht der aus? wie läuft denn der? Okay. Eine Kuh. Ja genau, eine Kuh. Komm, renn ein bisschen, komm. Kuh kannst du nicht rennen. Ja, ja, stolzieren ein bisschen. Eine Kojote. Sieht eher aus wie ein Wolf. Ein Fisch. Okay, ich habe mich umgebracht. Das ist jetzt nicht so gut. Vielleicht sollten wir das lieber im Wasser machen. Komm, laden Sie. Liebes Game, Sie müssen ein bisschen laden. So, eine Hähne will ich noch kurz schauen. Oh. Und da kann man hier noch ein bisschen hochstellen. Ein Barman. Okay. Oh. Ein Amoret. Aha. Stripper. Ja, das so lässt sich gut spielen. Was haben wir noch? Ein Migrant. Nico. Ne, wirklich. Okay, nicht ganz, aber fast. Dann schon Marston, oder? Misty? Hey, Misty, du hast keine Füße. Was ist jetzt los? Hallo. Toll, es geht nichts mehr, jetzt ist es abgeschützt. Hallo, lass mich wieder rein. Ich mach die Tore auf wieder. Kurzen Schnitt. So, Michael schläft ein bisschen im Auto. Gehen wieder auf die Straße, sonst packt es noch herum. Jetzt geht's nämlich wieder. Nein, ich möchte nicht das Telefon. So. Player, Skin Changer. So. Ein Wal. Okay. Ich möchte gerne den großen Wal, den kann man, glaube ich, Ding, oder kann man den nur spawnen lassen? Da muss ich nur kurz gucken. Komm. Laden Sie. Game. Lade. Game. Lass laden. So. Was haben wir hier? Also machen wir mal, machen mal Ding aus. Polizei. World. Ah, hier ist nix. Müsk. Ist auch nichts. Nein, es muss hier Game by Player. Reset Skin, Fix Player. Skin Changer. Marine. Mariachi. Nein, ist nicht drin. Wieso ist der nicht drin? Office, Stripper, Hoko, Huga, Migrant, Maid. Tonia. Okay, die Tonia. Ah, oh, der ist cool. Stretch. Molly. Okay, Molly. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt, der Wal. Weil ich etwas mit M. Und kennt sicher das Video, das englische Video, was Spaß mit dem Wal macht.
Das möchte ich euch eigentlich noch kurz zeigen. Kann ich dann im nächsten Part zeigen, wenn ich weiß, wie es geht. Johnny Klebitz mit Tod. Okay, dem geht's nicht mehr so gut. Also, dann machen wir mal Vehicle, Carspawner und machen hier... Oh, was machen wir? Falkeier ist... Ah. Okay, den hat man nur leicht gesehen. Einen Blade. Ja, der ist nicht so gut. Ja, damit kann man nicht so gut fahren. Aber... Titan ist... Irgendwas Großes. Ich glaube, den Militär... ja, dieser Militärlastwagen. Der große. Oh, das ist ein Helikopter oder so. Ah, ich glaube, das ist das ganz große Flugzeug, wenn ich... Also so war es, glaube ich, im GTA San Andreas. Nein, nicht GTA San Andreas. GTA 4 war es, glaube ich. So weiß ich jetzt nicht genau, wo das war. Können wir nochmal spawnen, dann können wir es schauen. Aber bitte jetzt auf offene Straße und lade bitte nicht so lange. GTA wieder mal. Kurzen Schnitt. Ja, Grand Theft Auto, also vor allem Nativ-Trainer, hat wahrscheinlich ein bisschen Probleme. Stürzt manchmal ab oder ladet einfach sehr lange. Und dieses Mal ist wieder beim Laden abgeschmiert und ja. Aber ja, es ist ja auch noch in einer frühen Beta, also mit dem Nativ-Trainer kann man trotzdem viel machen. Und ich möchte jetzt kurz noch den Titan zeigen. Nein, das ist der Sea Shark. Ich muss unten dran. Tanker. Titan. Ja, es ist ein Flugzeug, aber das kann man nicht spawnen. Das sollte nicht vom Himmel stürzen, sondern irgendwo liegen, wo es halt Platz hat. Man könnte immer noch laufen, oder? Hat es vielleicht hier ein bisschen Platz irgendwo? Muss mal gucken. Upp. Nicht so blöd laufen. Ja, hier vorne vielleicht. Sieht nicht so aus. Komm. Lauf bisschen, hallo. Muss kurz mit dem Gamepad. Du bist heute echt langsam. Ach, Franklin. So. Vehicle. Carspawner. Titan. So, jetzt haben wir den Titan hier. Den könnte man auch fliegen, wenn wir am Flugplatz wären. Aber das vielleicht im zweiten Part. Was ich noch zeigen will, ist, ja, dass man zum Beispiel, was ist Skylift? Nein, ach komm, die Steuerung ist ein bisschen schlecht, aber der ist cool. Da können wir auch mal Scheiß machen. Man kann Speed Boost anmachen, man kann sich unsichtbar machen. Man kann hier zum Beispiel, ja, hier unsichtbar machen. Man kann Unlimited Ability, Fast in, Fast Run, Super Jump. So, zum Abschluss für dieses Video, für den ersten Part, werde ich noch ein bisschen herumhüpfen. Ja. Noch ein bisschen mit dem Gamepad. Weil ich eher so ein bisschen der Gamepad-Zocker bin oder der Controller-Zocker. Was ist das da oben? Ah, der Zeppelin. Den gibt es ja im Singleplayer. Genau. Komm noch höher. Ja, man kommt recht hoch. Man kann sicher noch einstellen, dass man richtig weit springen kann oder so.
Aber es ist auch nicht so ungefährlich, wenn man zum Beispiel an einer Bordsteinschwalbe hängen bleibt. Oder hinstößt. Ja. Also mit dem Nativ-Trainer kann man recht viel machen. Er ist eigentlich relativ einfach runterzuladen. Ich tue den Link in die Videobeschreibung. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt oder mir Tipps geben könnt, ihn schon ein bisschen besser kennt als ich, weil bei mir ist er ganz neu, dann könnt ihr es gerne in die Videobeschreibung, also in Videokommentare schreiben. Und jo. Also, Dankeschön fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und nächste Parts kommen dann, wenn ich ein bisschen mehr herausgefunden habe. Tschüss, Leute.